Also Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Minecraft Insel. Ja, es hat sich hier einiges geändert auf diesem Server. Also sehr viel. Unter anderem habe ich mich jetzt verbündet mit Mike, also mit dem Feuerfisch. Ja, und wir haben so eine kleine Base gebaut. Übrigens, das Sichtfeld ist aktuell sehr kacke. Ich müsste es hier bei Grafik mal ein bisschen auf 60 Grad stellen. Treffe ich die 60? Please? Ja. Lassen wir es einfach hier drauf. So. Dann sieht das Ganze nämlich... Ach du heilige Scheiße, sieht das anders aus. Dann sieht das nämlich ein bisschen geiler aus. Ich mache das später wieder höher. Für die, die es nicht wissen, ich habe das höher gemacht, dass man einfach mehr sehen kann. Also ich kann es euch mal zeigen, wenn ich jetzt hier alles 110 baller, dann sieht man das halt mehr. Und das ist eben geiler. Aber reicht jetzt hier in dem Video, wenn es auf 60 ist. So, okay. Weiter sieht es voll nah aus, ne? Egal. Ich habe 43 Dias, ich hatte eigentlich 4. Wo sind denn die alle hin? Ach, sag nicht, ich habe die verloren. Ach, ja. Wir können das erstmal hier kurz braten. Das fällt mir mal auf. Ja. Ich kann euch gerne mal ein bisschen zeigen hier, wie die Base aussieht. Ja, wenn ihr es denn unbedingt wollt. Ich habe mich so an das neue Dings gewöhnt, dass ich absolut keine Ahnung mehr habe. Habe ich Holz im Inventar? Ja. Boah, ich glaube, ich muss das echt wieder auf 100 ballern. Weil auf 100 sieht das geiler aus. Ja. So kann man es sehen. Also, ich weiß nicht, was ihr habt, falls ihr Probleme jetzt mit diesem Lichtfeld habt. Was ich auf jeden Fall machen will, ist hier einmal alles aus Netherite zu machen. Netherite. Ihr wisst, was ich meine, hier Netherblöcke. Und da wollte ich auch mal kurz was gucken. Was kann ich hier draufpacken? Effizienz 4. Was? 30. Ich glaube, ich kann das sogar schon. Ne? Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher das sind. Wenn ich Lapis habe, das ich nicht habe, könnte ich es testen. Ich müsste mal wieder auf Lapis-Suche gehen. Für die, wie sie wissen, Farm-Videos mache ich nicht. Also ich tue immer, wenn tatsächlich die Sachen, die ich farme, immer offscreen zu machen. Also hier, wie ich jetzt Dias gefarmt habe und so, das ist ja eigentlich alles langweilig, wenn man aufnimmt. Genau. Ich habe übrigens hier schon Schärfe 2 drauf gemacht. 3 Leder. Könnten wir... Achso. Was wollte ich jetzt? Ach, nach hier unten, genau. Vorher waren die Kisten tatsächlich auch hier oben. Ich habe das hier ein bisschen allgemein geändert. Hier sonstiges müsste es drin sein. Ne, bei Stein ist es drin. Hat der gute Feuerfisch hier da reingemacht. Nehmen wir mal 3 Stacks erstmal mit hoch, um zu gucken, ob das auch passt. Ich finde das Sichtfeld so eigentlich geiler. Man kann einfach geiler. Der sieht einfach geiler aus, weil du hast, kannst halt mehr sehen. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. So. Wir bauen jetzt erstmal hier unser Zaubertisch-Place aus. Und was ich hier auch mache, ist 3 frei. Das ist ja schrecklich. Sehr, sehr schrecklich ist das. Nee. So. Machen wir hier den Eingang einmal. Mich eigentlich zaunt an? Ja, aber ich war irgendwie... Ach, egal. Zack, zack. Tür, kommen Sie her. So, dann einmal die Tür wieder dahin. Wo ist denn hier? Na, egal. So. Machen wir erstmal den Boden, würde ich sagen. Achso, und ihr hört es auch schon. Wir haben nämlich jetzt auch Dorfbewohner. Das heißt, wir können dann dieses eine komische Dings kaufen. Hallo? Meine Maus? Hä? Meine Maus? Ist kaputt. Ah, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Wir haben Dorfbewohner, das heißt, wir können mit denen auch tatsächlich dann
diese komischen Bibliotheksdinger da machen, damit man Bücher kriegt. Ja. Oh, wir würden sogar für 15 einen Smart kriegen. Was haben Sie denn zu anbieten? Eile, ja gut, das braucht jetzt nicht wirklich jeder. Ist nur die Frage, ob der Kollege. Ja, die sind halt alle schon so vorgedingst. Das ist doch Müll. Ja, der hat noch nichts. Das ist doch geil. Ja, du bist im Bibliothek. Oh, warte mal. Hier ist ein Buch. Geil, geil, geil. Der hat ein Buch. Okay. Bücherregale. Ja, gut. Müssen wir mal gucken, was wir da brauchen könnten. So. Bin nämlich. Eigentlich mal meine Spitzhacke jetzt hier. Ich will nämlich. Was wir eigentlich wollen, ist gerade Reparatur und so ein Kack-Nether. Also so ein Rüstungs. Gedöns-Dings da, was man braucht, um Netherite-Blöcke, also um Netherite-Rüstungen zu machen. Dafür braucht man halt diese Kack-Rüstungs-Dings. Und ja, da müssen wir halt erstmal suchen, weil man muss das irgendwie in so einem Nether. Mann, heißt das denn nochmal, wo man das findet? Ach, vielleicht wissen die einen oder anderen das. Auf jeden Fall muss man das da holen. Ich sag mal so, das haben wir halt nicht. Heißt, eh wahrscheinlich bald mit ihm auf Suche. Kommt denn hier Wasser her, ey? Aua. So. Dann gehe ich mit ihm bald wahrscheinlich auf Suche. Genau. So. Boah, dieses Wasser. Nein, ich bleibe jetzt hier. So und so. Ja, das passt doch. Was wir so genau erstmal hier auf der Welt machen, wissen wir noch gar nicht. Also wir wollen erstmal uns ausstatten komplett, denke ich mal. Und dann irgendwie vielleicht irgendwas mal bauen demnächst oder sowas. Aber mal gucken. Da muss man dann halt das überlegen. So, kann das jetzt wieder weggehen? Danke. So. Ob hier ist überall Wasser. Das ist ein bisschen kacke tatsächlich. Aber macht nichts. So kann man das auch hinkriegen. Gut. Die Koordinaten sind natürlich da oben links wieder verpixelt, dass die Kollegen hier das nicht sehen. Wow, komm her. Außer den Doppel, also habe ich den bei denen jetzt Probleme oder was? Nö, scheint nicht. Kommt er da einfach aus dem Nix einfach raus? Wollte ich gerade ernsthaft was mit einer Ex machen? So. Die Fläche auch noch mal weg eben. Sieht das auch geiler aus. So. Also ich glaube, hier fehlen natürlich noch ein paar Bücher, um das zu machen. Ne? Mir fehlt aber auch das Dings hier dazu tatsächlich. Also Effizienz 4, ja, wäre auf jeden Fall geil. Das kann ich hier drauf machen. Haltbarkeit 3. Ja, wäre auch eigentlich ganz geil. Effizienz 4. Oh ja.
Ich habe auf beiden Effizienz 4, oder was? Ja gut, also Lapis da muss auf jeden Fall gefarmt werden. Jetzt ja auch mal kurz. Die Tür auch eben einmal richtig hier rein. Warte mal, wir machen hier nochmal. So, und dann. Zack, ja, so sieht's geil aus. Ja. So. Machen wir das ja einmal auch alles neu. So. Zack, zack, zack. Und zack. Also es wird heute einfach kompletter Bau Video, komplettes Bauvideo. Aber ist auch mal geil. Dann haben wir hier nicht so viel Pläne. Ah ja, ich muss das. Also ich weiß gar nicht, wo das ist. Also hier kann man hier kurz rausschwimmen, aber ja gut. Mehr ist ja auch tatsächlich gar nicht. Ich glaube, man könnte das tatsächlich da oben so ein bisschen machen, dass man es hier gar nicht so sieht dann von außen. Zack. Zack, zack. Machen wir das hier erstmal kurz. Moin, Dorfbewohner, was geht? Ich würde sagen, sie bleiben da drin, ne? Die haben ja nicht mal ein Bett. Oh. Geräusche sind auch legendär. Mittlerweile kann man ja auch mit der AI Musikdings davon machen. So. Moin, moin. Ja, moin, moin, moin. Das war falsch. Ich muss hier mal kurz hinter euch tatsächlich. So, so. Und so. Ach so, warte. Die muss ich das ja auch machen. So. Ja, und jetzt hier. Nein. Mir fehlt Netherwald. Ich sage immer Netherwald, ich meine Nether Blöcke. Stein. Nein, Stein. Ich glaube, das sollte reichen. Warum ist hier gerade eine Tür aufgegangen? Okay, egal. Machen wir das hier mal wieder zu. So, jetzt müsste da noch Stein sein und hier. Ja, perfekt. Nein, rein da. Rein. Geh darüber. Ja, perfekt. Danke, lieber Dorfbewohner. Naja, so lieb war's ja nicht. Bist ja einfach abgehauen. Nein, ich will nicht mit dir handeln. So. Habe ich denn hier das schon wieder zugebaut, ey? Ey, wie sieht es mal, das hier aufzulassen? So. Bam. Bam, bam, bam. Können ja hier auch hoch, ne? Nein, nicht handeln. So. Jetzt guckst du mich so an, ja? Nein! Mehr, du blöder Dorfbewohner. Kacke. Ja gut, dann lauf halt hier rum. Ich habe jetzt keinen Bock, dich da einzusperren wieder. Jo, warum leuchten die denn so? Habe ich denen was getan? Nee.
Ja, dann lasse ich das jetzt hier erstmal kurz auf. Vielleicht packt der Feuerfisch den da wieder rein. So. Genau, kann das ja eigentlich auch erstmal aufbleiben tatsächlich. Aber ist jetzt nicht so wichtig. So. Achso. Natürlich hier auch noch so machen. Dann jetzt kann ich es auflassen. Ja. Perfekt. So. Gut, dann die Wand hier einmal. So. Bam. Rein da. Eigentlich sollte man sie nicht hauen, aber ich mache es diesmal. So, jetzt. Perfekt. Gehen Sie dahin. Nein! Mann, die brechen hier alle aus. Ja, mein Kollege, der kümmert sich doch schon drum. Dann sollen sie halt hier rumlaufen. Hätte ich jetzt keinen Bock dazu, die da wieder reinzusperren. Ich bin hier nur der Baubeauftragte. Um die tatsächlich da einzusperren. Aber eigentlich könnte ich das so lassen. Das ist ja auch ein bisschen breiter. Hier viel zu wie sagt man, so ist es halt hinter denen noch hier so steinig. Feuerfisch hat es beigetreten. Lauf doch mal nach da. Oh. Moin. Kannst du die Dorfbewohner eben wieder einsperren? Baue hier gerade. Ja, wobei, das brauche ich jetzt nicht schreiben. Perfekt. Keine Ahnung, wo die hin sind. Zwei Stück. Es ist Deutsch. Vielleicht sind sie jetzt auch gestorben. Das kann auch möglich sein. Warte, wie soll ich denn jetzt hier reingehen? Kollege, Sie müssen da mal weg, sonst hau ich Sie tatsächlich. Ja, so funktioniert das. Bleiben Sie einfach da drin. Dann mache ich Ihnen nichts. Nein, nicht mit Ihnen handeln. Nein! Danke. So. Ist da noch so ein Kackblock-Tag? Geht mir auch auf den Sack. So, ist ja gar keiner. Jetzt aber schon. Hier. Okay. Perfekt. Müsste eben holen. Kannst du mit einem Boot auch machen. So.
Genau, hier, die letzten. Okay, Leute. Ich hab Bot geschrieben. Rot. Ich Bot. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich baue jetzt hier eben nochmal die Decken. Richtig. Ihr wisst ja unbedingt. Oder ich denke mal, ihr wisst es, wie das hier funktioniert. Die Kohle nehmen wir natürlich mit. Die könnte man immer gebrauchen. Ja. Also lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens kommt da ein neues Bot-Update. Mehrere Infos kommen wahrscheinlich. Ja, wenn das Update rauskommt. Oder ihr seht es halt einfach schon auf dem Discord-Server. Also schaut da auf jeden Fall gerne rein. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich auch auf jeden Fall sehr freuen. Ja. Komm her, du blöder Dorfbewohner. So. Perfekt. Einer fehlt noch. Okay, Leute. Ich würde aber jetzt sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the showing.